Hallo YouTube, wir kommen heute zu einem neuen Unboxing mit mir, den Galvatrons. Und den unpacken wir. Ja, hallo, meine Freunde da draußen. Wie ihr heute seht, unboxen wir 5 Spiele. Und zwar 2 PS2-Spiele, 2 Xbox-Spiele und ein PSP-Spiel. Hier hat der Thorsten bei eBay bei einer sehr netten Verkäuferin gekauft und sie hat sogar eine Gratis-Memory-Card dabei gelegt. Ja, wenn Sie dieses Video sehen, junge Frau, ja, dann vielen Dank für die gute Kooperation und. Ja, ich übergebe mich mal meinen Herr und Meister, Galvatrons. Ja, oh, du bist aber heute sehr nett mit deinem Herr und Meister. Dafür bist du aber sehr, sehr frech. Es ist kalt draußen geworden. Quatsch, atemlos, Bärenwetter ist das. Ich liebe dieses Wetter. Kühl, angenehm, besser als diese Hitze die ganze Zeit. Dann war es aber mit der Mütze auf und den Ballen an und schau. Ja, dagegen kann ich nichts. Ich bin so geboren und ich muss so sterben. Du sterbst, glaube ich, nicht so früh wie ich. Egal, jetzt unboxen wir hier mal schnell, sonst gehen die Leute weg und langweilen sich. Quatsch, die lieben dich doch. Ja, wie er gesagt hat, unboxen wir heute 2 PS2-Spiele, 2 Xbox-Spiele und ein PSP-Spiel. Einmal Ultimate Spider-Man für die PS2, neu in Folie. Ich hatte das damals mal, habe es aber verkauft. Dann Primal in der Sammler-Edition, die wollte ich immer haben, habe ich auch günstig gekauft. Dann, ich glaube, da spricht man Whipsplash aus und Wash. Und ja, wir fangen an mit Darkstalker oder Darkstalker Chronicles, The Chaos Tower von Capcom. Ist ein Beat'em Up in der Erstauflage noch, gibt es auch in dieser Assassin's Trails Tales Serie oder wie man das immer ausspricht. Ihr wisst ja, ich habe Probleme damit. Einen ganz kleinen Text kann ich euch nicht vorlesen, den erkenne ich kaum, aber nimm den Kampf mit auf die Reise, auch wenn der Trip in die Hölle endet, steht da. Was kann ich da noch lesen? Du kannst es mit der Welt aufnehmen. Das geht zu viert online, also gegeneinander. Das sind wohl anscheinend alle Darkstalker-Charaktere aus vielen Teilen. Das gab es ja schon für PS1 und Sega Saturn. Ich hatte damals den dritten noch für die PlayStation 1, aber habe ich aber auch verkauft. Ja, und hier sind eben, glaube ich, alle Figuren dabei aus den ersten Teilen. Das hat damals 29,99 gekostet und ich habe es... Wie viel hat es gekostet nochmal? Ich glaube 8 Euro. Ja, das Motiv sieht ziemlich cool aus und das packen wir jetzt doch mal aus. So. So, ich halte es euch jetzt so hin, vielleicht oder so. Naja, ich mache es schon so eigentlich besser, aber ich mache mal so. Man kennt zwar jetzt nicht so viel, glaube ich. Sieht aber cool aus. Daten sind 1 bis 4 Spieler, braucht 128 kW, wireless kompatibel 2 bis 4 Spieler und ja, online auch 2 bis 4 Spieler über Internet. Die OMD ist jetzt nichts so Besonderes. Die Anleitung hat dasselbe Motiv wie die Hülle. Da ist dieser Vampir da drauf, diese Katzenfrau, die fand ich früher mal cool. Und diese, wo ist sie denn, diese Dämonin? Ah, die ist hier, die liegt nur verkehrt rum. Ach, das erkennt man gar nicht so. So, dann die Anleitung. Ja, kenne ich nicht anders vom PSP. Riecht aber gut, ich habe dran geduftet. Geschnüffelt? Ja, kann ich bestätigen, riecht sehr gut. Sehr, sehr, sehr gut. Ach ja. Darkstalkers. Dann nehmen wir mal für die PS2 das Ultimate Spider-Man. Das ist eigentlich ziemlich cool. Das hat so einen, ja, Cartoon-Shading-Grafik-Look. Man kann hier, glaube ich, zwei Seiten spielen. Einmal Spider-Man, also Peter Parker und Venom. Sei eine Legende, sei ein Parasit oder beides. Schwing dich als Spider-Man auf Rettungsmission, hinterlasse dann als Venom einen Pfad der Verwüstung. Spiele beide Seiten im wohl bahnbrechendsten Spider-Man aller Zeiten. Erkunde weitläufige und begehbare Umgebung inklusive Quest New York. Lass als bösartiger Venom den unbändigen Rasereien freien Lauf. Begegne mehr Spider-Man-Charakteren als jemals zuvor. Originalstory und Charakter. Illustration von Comic-Autoren Brian Michael Bendis und Mark Beckley. Einspieler, Memory Card 8 MB für PlayStation 2, mindestens 75 kW. Kompatibel mit Analogsteuerung, alle Tasten kompatibel mit Vibration. Ja, ich hatte das damals, wie gesagt, habe es aber 2007 aus Dummheit verkauft. Und davon gibt es auch eine Collector Edition. Die hatte ich nie, da ist glaube ich Venom drauf. Sieht aber cool aus, das Cover. Und hier ist auch noch eine Memory Card Halterung drin, wie bei den alten PS2 Spielen. Gibt es da, glaube ich, bei den neuen nicht mehr so, die hier veröffentlicht werden. Wenn noch welche veröffentlicht und die Disc ist schlicht, aber okay.
Hier ist eine Umfrage an Activision mit drin. Braucht kein Mensch. Aber eine richtig schöne Anleitung. So ein Schwarz-Weiß, aber das ist auch in Ordnung. Riecht davor, das sieht aber gerade voll in die Nase. Richtig, nein, das riecht echt wie so gerade aus der Druckerpatrone gekommen oder so. Aber so muss es sein. Das ist ein cooler Duft, Thorsten. Das muss so sein. Ja. Pass mal auf die Spiele hier auf. Ich muss mal kurz die Anleitung wieder reintun. Also damit hatte ich damals viel Spaß, kann ich auch sagen. Dann kommen wir zu einem Spiel, was eigentlich ziemlich cool ist, aber sich nie gut verkauft hat. Ich habe das schon in der normalen Edition. Das ist Primal in der Sammler Edition. Enthält Content-Soundtrack von 16 Volt sowie den Bonus-Remix von Crazy Town Mitglieder 9414926. Ja, ist ab 16 Jahren. Und ja, limitierte Sammleredition enthält Soundtrack und VIP-Karte. Erkunde riesige, fantasiereiche Welten voller Gewalt und Intrigen. Übernehme jederzeit die Kri, das ist dieser Gargoyle. Die Steinfigur, um völlig andere Kräfte in eine zu bringen. Eine ganz normale junge Frau, eine Welt voller Dämonen, ein epischer Konflikt zwischen den Urgewalten. Verwandle dich in vier Dämonengestalten, jeweils mit eigenen Fähigkeiten und Kampftechniken. Action, Torhack-Kampfsystem, Kombos und Abschlusssanktionen. Ein Spieler braucht Memory-Card, 400 kb, kompatibel analog, ja, genau. Ja, wie gesagt, das Spiel ist eigentlich ziemlich cool, hatte auch einen rockigen Soundtrack. Fand ich damals ziemlich cool. Die Grafik sah auch ziemlich geil aus. Ich glaube, das Spiel ist sogar von den Machern, die Medieval gemacht haben. Bin mir aber da jetzt nicht ganz sicher. Das hier ist ein Kratzer drauf, das wusste ich, weil der Verkäufer mir gesagt, oder die Verkäuferin hat mir gesagt, da ist ein Stück Folie weg. Aber die Hülle ist noch ganz in Ordnung und die kann man auch austauschen, wenn es mich stören würde. Ist so ein Glanzmotiv. Sieht auch cool aus. Hinten glänzt es auch. Du bist auch mein kleiner Krieg-Gargoyle, oder? Ja, ich kann mich nur nicht in den Stein verwandeln, Thorsten, das weißt du. Nee, aber ich kann dich in die Waschmaschine stecken. Dann ist es mein Todesurteil. Nein, tut er nicht. Nur wenn ich stinke. Ich gehe auch jede Woche mindestens 5-mal baden. Oh, immerhin wisst du dich. Ja, dann packen wir das jetzt mal aus. Ja, das ist der Soundtrack mit Kri drauf. Sieht schon mal cool aus. Muss man kurz schnell mal die Kameras fahren. So, jetzt geht's weiter. Sieht auf jeden Fall cool aus mit den Feueraugen. Und dann die normale Spiele, die ich aber hübscher finde. Mit der Figur mit den grünen Augen. Grandioses Sony-Spiel, leider ist total gefloppt. So, was haben wir denn da? Jetzt online erhältlich. Ja, die Werbung von dem Album da, von 16 Volt. Und die Anleitung mit so einem schönen Papier als Umschlag, wo Primal draufsteht, die VIP-Karte. So, schöne Anleitung, schön in Farbe. Fühlt sich an wie so ein altes Papierbuch. Auch in Farbe. Ja, Sony hat sehr viele Anleitungen auch damals bei PS2 in Farbe gemacht. Da sind die Kreaturen, in denen man sich verwandeln kann. Das Spiel war aber nicht ganz leicht, weil die Rätsel ein bisschen schwer waren, aber ich kann euch trotzdem empfehlen, das mal zu spielen. Es ist so eine Mischung aus Soul Reaver und Zelda, würde ich sagen. Duften wir mal. Riecht auch sehr gut. Ja, es riecht so alt wie du, Thorsten, eben nach altem Papier. Nein, riecht sehr gut. Kann ich den Totti nur zustimmen. Jo. Bevor die Fragen kommen, warum holst du dir so einen alten Scheiß? Weil ich alt bin und das sind Spiele aus meiner Kindheit, Jugend. Dann die Memory Card, die hat sie gratis dabei gelegt, ist leider kein original Sony Memory Card. Da bin ich immer ein bisschen vorsichtig, aber egal. Oh, jetzt habe ich was vergessen, ich wollte eigentlich die Hüllen anschneiden. Das muss ich jetzt schnell machen. Jetzt kriege ich diese blöde Folie nicht ab. Das nie. Du hörst, du tust nie was. Bitte, ich tue doch so viel für dich. Bin ich traurig? Nein, Quatsch. Ja, nächste Mal, Alter, reg dich nicht so auf. Als nächste packt er dieses Spiel mit diesem Hasen und dieser Maus oder was das da ist aus. Ich geb's dir mal an.
Hier. Dankeschön. Ja, wie spricht man das? Whiteflash, Flash von Crystal Dynamics. Das sind die Soul Reaver gemacht haben, die neuen Top Rider Spiele. Und ja, eigentlich ein guter Entwickler. Die haben auch damals Gex gemacht, oder wie das hieß. Und das packen wir jetzt mal aus. Zu den Spielen. Ich glaube, das gab es auch für die GameCube und die Xbox. Das gibt es nur für PS2, das nur für PSP. Das hier gibt es auch für die PS2. Ja, ich habe mir das geholt, weil die das da hatten und es war super günstig und neu. Und ja, das ist halt ein Jump'n'Run, ist ein bisschen irre. Also dieser Hase, das ist die Waffe, der hängt dann irgendwie mit einer Handstelle an der Figur, die man spielt. Wähle deine Waffe. Eishase, Hasentropfen, Helium-Bunny, lodernes Feldhorn oder verstrahlter Hase. Mache bei der Wahl deiner Waffe keinen Fehler, sonst verbringt Sparks, das ist wohl der, den man spielt, und sein pelziger Freund ihr restliches Leben in ein Versuchslabor. Benutze Redmon als Waffe, also Redmon heißt der Hase, als Waffe oder als Werkzeug und suche dein Heil in der Flucht. Tunke Redmon in Giftmittel, um deinen Gegner zu vergiften. Treibe diesen mit Elektroschock zurück und. Zerstöre Computer, Testgerät und alles, was dir in die Finger kommt. Lerne den böshaften Wissenschaftler mit coolen Angriffskombos das Fürchten. Befreie andere verseuchte Tiere und erspare ihnen Testreihen in Hamsterkörnern und in anderen Teufelsgeräten. Ja, das Spiel wurde von Eidos in Entwicklung gegeben und von Crystal Dynamics halb entwickelt. Ich habe damals die Demo gespielt. Ich fand das Spiel total bescheuert, aber auch irgendwie cool. Und das unboxen wir heute mal. So, komm. Na, man muss doch mit dem Messer machen. Jetzt habe ich es wieder weggelegt. Geh doch auf. Na, wo nehme ich denn jetzt die scheiß Folie hin? Ups, Entschuldigung, ich wollte nicht scheiße sagen. So, geht doch. Muss ich später dann richtig mal die Disc, die sieht eigentlich ziemlich cool aus. So, die Anleitung wahrscheinlich in schwarz-weiß, ne, in Farbe sogar, cool. Ihr seht schon, es sieht total bescheuert aus und verrückt, aber ich kann euch sagen, es ist ein lustiges Spiel. Gibt es auch für die PS2, habe ich schon gesagt, ja. Schon, ja, das ist eine tolle Anleitung, muss ich sagen, gefällt mir. Boah, riecht gut. Sag mal, am Packingbär. Ja, kann ich dir zustimmen? Ja, was weißt du, Thorsten? Wenn ich mich an dir hänge und dir eine Handschelle mache, ja? Kannst du mich dann auch so hochziehen wie ein Ballon? Nee, ich reiß den in zwei Stück. Aber du hast blöde Gedanken, Thorsten. Ja, war ja meine Frage. Ja, mal gucken, wenn ich das spiele und das letzte Spiel. Dann seid ihr durch mit mir hier. Oder mit uns. L.A. Rush. Gibt es auch für die PS2. Da habe ich auch mal die Demo gespielt und die fand ich eigentlich ziemlich cool damals. Auch die Grafik war ziemlich cool. Es war Midway. Midway gibt es ja leider nicht mehr. Aber hat mir so gut gefallen. Mehr als nur ein Rennen, ein Lifestyle. Jemand hat ihre Autos gestohlen, ihr Ruf ist nichts mehr wert. Alles, woran sie hingearbeitet haben, ist dahin. Aber mit ein bisschen Hilfe der Mechaniker und Genies bei West Coast Customs haben sie die nötige Ausstattung, um den Bullen zu entwischen und die kürzesten gewagten Wege zu finden, um ihren Titel wiederzuholen. König der Straße, holen sich ihre Autos mit zahlreichen aufregenden Missionen im Storymus zurück. Finden Sie die richtige Mischung und Geschwindigkeit, Abkürzungen und Sprünge. Holen Sie sich Ihre verdienten Respekt über 35 authentischen, lizenzierten, anpassbaren Fahrzeuge, über 350 Meilen der berühmten Straßen Freeways von LA warten darauf, erkundet zu werden. Tun Sie Ihre Autos mit Hilfe der besten Mechaniker bei West Coast Custom. Ja, 1 bis 2 Spieler, ein gezauntes kann man hören und ich glaube, nee, online geht das glaube ich nicht. Das war's. Das ist so, die Disc sieht genauso aus. Ich habe mich fast gesehen. Solltet ihr besser nicht, bin ich rasiert. Und ja, die Anleitung ist schwarz-weiß. Steht immer eine Menge drin, ein paar Bildchen sind auch dabei. Notizen. Ja, sowas ist schön. Riecht jetzt nicht besonders, fand bei den Anleitungen waren besser. Naja, aber riecht trotzdem gut, Thorsten, oder nicht? Ja, das war mein Unboxing in diesem Video. Und auf deine Frage zurückzukommen, ja, es riecht trotzdem gut, das stimmt wohl. Aber gut, ob die Spiele für euch was sind, weiß ich nicht. Für mich sind sie was. Ich würde mich über eure Kommentare und Bewertungen freuen.
Und wir hoffen, es hat euch gefallen. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video dann, ne? Ja, und schön kommentieren und bewerten. Und ja, wir wünschen euch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Bleibt sauber und genießt das schlechte Wetter. Naja, das Wetter wird wohl nicht besser. Doch, am Sonntag soll es besser werden, aber da ist das Video noch nicht oben. Dein Video ist dann bestimmt so spät oben, egal. Ja, macht's gut, Leute. Tschüss. Ja, von mir aus auch dann auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.